Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Rail Herbie hofft, dass es euch gefällt. Bahnhof Weissach am 1. Mai 2013. Ein Platzkonzert unterwegs in Hemmingen. Rückfahrt nach Weissach. Michelstadt im Odenwald mit Rathaus von 1484. Eine unvollständige 8 ist eine 4. Die Einharz-Basilika, 9. Jahrhundert. Fahrt vom Bessunger Forsthaus zum Ostbahnhof Darmstadt.
Miltenberg in Unterfranken. Hotel Riesen, erbaut 1590. Schwäbisch Hall im Kochertal. Schon zur keltischen Zeit wurde hier Salz gewonnen. Am 4. Mai, der Rote Flitzer unterwegs zum Käsemarkt ins Freilandmuseum Wackershofen bei Schwäbisch Hall. Komburg im Kochertal, eine ehemalige Benediktinerabtei, gegründet 1075. Ab 1488 für gut 300 Jahre Chorherrenstift. Die Erhardt-Kapelle, ein zweistöckiger romanischer Sechseckbau. Der Radleuchter von 1130 besteht aus vergoldetem und versilbertem Kupferblech, hat 5 Meter Durchmesser und stellt das himmlische Jerusalem dar. Die Vorderwand eines Altars aus vergoldetem Kupferblech, gefertigt ebenfalls um 1130. Am 5. Mai auf der Schönbuchbahn bei Stuttgart. Sie fährt von Dettenhausen nach Böblingen. Rückfahrt von Böblingen. Ein Unkrautvertilgungszug unterwegs von Korntal nach Weil der Stadt. Gengenbach an der Schwarzwaldbahn. Bei Triberg geht's in vielen Kehren bergauf.
Die besten Fotopunkte sind nur zu Fuß erreichbar. Auf der Höllentalbahn zwischen Freiburg und Neustadt-Titisee. Bad Säckingen am Rhein, gesehen vom Schweizer Ufer. In Flussmitte verläuft die Grenze. Die Holzbrücke ist 400 Jahre alt. Die Stadt Aarau in der Schweiz. Diese Schweizer Kuh gönnt sich eine Massage. Am 9. Mai in Sissach. Hier finden die ersten Schweizer Dampftage statt, mit täglichen Fahrten nach Olten. Eine Mikado 1244 nach dem Krieg in Kanada für Frankreich gebaut.
Bahnhof Sissach, Abfahrt nach Olten. Die Altstadt von Olten an der Aare. Abfahrt nach Sissach.